Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt's nichts Neues, sondern heute gibt's die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Bitte. Hallo, schönen guten Tag. Lili Show spricht am Apparat. Spreche ich mit Lori Oris? Nee, mit Herrn Knusprig. Also, möchte ich mit Herrn Gerald Hubschrauber sprechen? Nee, den gibt's nicht. Also, ich habe Ihre Daten bekommen wegen Online-Handel. Deswegen habe ich angerufen. Ja, aber wie wollen Sie denn jetzt sprechen? Also, bei mir steht diese zwei Namen. Gerald Hubschrauber und Lori Oris Knusprig. Ja, Knusprig. Ja, sind Sie? Ja. Okay, Herr Knusprig, ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um Onlinehandel. Ja? Sie haben Interesse gewusst, am Finanzmarkt zu handeln, ja? Aha. Also, was für eine Erfahrung haben Sie in diesem Bereich oder ist es ganz Neues für Sie? Gar keine. Gar keine, okay. Mhm. Dann ich informiere Ihnen ganz gut. Ja, für das Aktivation Ihrer Handelskonto mindestens brauchen Sie 220 Euro. Es ist Ausgangspunkt. Die zweite Stufe gibt es mit 500 Euro und Maximuminvestition gibt es mit 1000 Euro. Mhm. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren und danach ich gebe Ihnen weitere Informationen. Na, aber was heißt denn aktivieren? Also Aktivation, also Sie haben nur Registration gemacht auf dem Finanzmarkt und Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiviert. Für das Aktivation brauchen Sie Geld investieren, also dafür brauchen Sie mindestens 250 Euro und ja. Damit können wir Konto zu aktivieren und danach können wir Handeln anfangen. Haben Sie es verstanden, ja? Nicht so richtig, nee. Also was haben Sie nicht richtig verstanden? Na, so alles so. Weiß ich nicht, das ist verwirrend. Bitte? Ich finde das sehr verwirrend. Also, Sie haben auf dem Finanzmarkt unaktives Handelskonto. Was heißt das? Und für das Aktivation brauchen Sie... Was heißt denn ein unaktives Konto? Was heißt denn das? Unaktives. Es handelt nicht und mit unaktives Konto, Sie bekommen gar keinen Profit sozusagen. Also Sie möchten mit dem Bitcoin handeln, mit dem Amazon-Aktien, mit dem Tesla-Aktien. Sie haben die Möglichkeit, es mit dem Ethereum handeln, Rohstoffen, mit den verschiedenen Wertanlagen. Ja, aber Ihr Mikrofon war permanent leise. Sie müssen da mal irgendwie Ihr Mikrofon an den Stand machen. Ja, jetzt hören Sie mich besser, okay? Ja? Mhm. Also, Sie haben Anmeldung gemacht mit dem Bitcoin. Ist das richtig, ja? Weiß ich doch nicht. Sie möchten auf dem Finanzmarkt, Sie möchten mit dem Bitcoin zu handeln. Ja, das kann man machen, ja. Deswegen habe ich angerufen, ja? Ach so. Und dafür brauchen Sie ja 250 Euro. Das Geld bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto und danach haben wir Möglichkeit, Positionen zu öffnen und damit Geld verdienen. Haben Sie mir verstanden? Ein bisschen, ja. Mhm. Okay, das habe ich Ihnen gesagt, vier oder fünfmal. Okay, jetzt sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie PayPal? Online-Banking oder Kreditkarte? Mhm, also, wo, mit welch, was haben Sie? Das PayPal gesagt benutzen haben. Sie? Ja, ja, PayPal das, was Sie gesagt haben. Mhm. Also, mit welchem Weg möchten Sie Konto zu aktivieren? Ja, das ist mir ja egal. Was ist denn da besser? Besser ist die, wenn Sie nutzen, das PayPal-Konto. Ja, warum? Weil PayPal ist die sicherste Einzahlungsmöglichkeit und Sie müssen jederzeit zahlungsfähig
abonnieren auch, ja? Okay, aber was macht PayPal jetzt abonniert hast du? Ja, Sie gleichzeitig, schauen Sie bitte, wenn Sie das Geld zum Beispiel mit dem PayPal-Konto aktivieren, Sie bekommen das Geld schriftlich aus Ihrem Handelskonto ungefähr nach 2 Minuten. Also diese 220 Euro wird abgebucht von Ihrem PayPal-Konto und schriftlich bekommen Sie das aus Ihrem Handelskonto. Haben Sie es verstanden, ja? Mit dem Online-Banking, mit dem Online-Banking normalerweise die normale Überweisung dauert 2 oder 3 Arbeitstage, ja? Und mit dem PayPal, wir verlieren, verlieren gar keine Zeit, ja? Deswegen das Beste ist es, wenn Sie nutzen den PayPal kommen. Aha. Also, jetzt entscheiden Sie. Haben Sie PayPal-Konto, Online-Banking oder Visa Mastercard? Ja, ich kann dir sogar alles machen. Ja, dann benutzen Sie die alle Möglichkeiten. Perfekt, super. Okay, dann machen wir es so. Dann aktivieren wir Handelskonto mit dem minimalen Einstiegskapital. Ja, wenn Sie keine Erfahrung haben in diesem Bereich, plus von unserer Seite, also persönlich, ich gebe Ihnen 100 Euro extra Geld dazu und insgesamt auf Ihrem Handelskonto bekommen Sie 350 Euro. Haben Sie es verstanden? Wie meinen Sie das? Wo kommt das Geld her? Ja, das Geld bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto. Plus mit Ihrem 250 Euro bekommen Sie plus 100 Euro extra Geld dazu. Es ist noch für Ihre Sicherheit, wenn Sie Anfänger sind. Haben Sie es verstanden? Also verschenken Geld. Ja, sozusagen. Also, weil sind Sie Neues bei uns. Deswegen bekommen Sie also Willkommensbonus. Haben Sie es verstanden? Okay, perfekt. Okay. Jetzt haben Sie Möglichkeit, auf Ihrem PayPal-Konto einzuloggen. Was ist mit dem PayPal-Konto? Also einzuloggen. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal-Konto ein. Ja, da hat man ja dann auch den Käuferschutz, ne? Bitte? Den PayPal-Käuferschutz. Also haben Sie PayPal-Konto, ja? Vielleicht haben Sie die Applikation im Handy oder haben Sie das alles installiert im Laptop oder im Tablet? Ja, das ist ja der normalerweise, womit arbeiten Sie? Normalerweise. Wie meinen Sie das, womit ich arbeite? Mit dem Handy oder mit dem Tablet, mit Laptop oder mit dem Rechner? Nee, da gar nichts davon. Arbeiten nicht mit den Händen. Okay, welche Handy haben Sie? Ist das Samsung oder iPhone? Nee, Hände mit 5 Fingern dran. Also eigentlich 4 und einen Daumen. Also, Handy, ist das Android oder iOS? Also iPhone oder Samsung, Huawei, Nokia, welche haben Sie? Ja, da habe ich kein Handy. So ein schönes 3310. Aha, alles noch. Klar. Da ist schon im 17. Akku drin. Okay, alles klar. Jetzt öffnen Sie bitte PayPal-Applikation, okay? Und noch eine Frage habe ich. Unter dieser Nummer haben Sie kein WhatsApp, ja? Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Festnetztelefon, wo Sie mich anrufen. Können Sie mir diktieren die Nummer von Ihrem WhatsApp? Nee. Warum? Weil ich kein WhatsApp habe. Haben Sie WhatsApp, ja? Und ich brauche Nummer von Ihrem WhatsApp. Ja, wir bleiben im Kontakt per WhatsApp. Okay? Nee. Warum? Haben Sie mit mir keinen Kontakt? Also haben Sie kein WhatsApp? Ja, habe ich ja gesagt. Okay. Ihre E-Mail-Adresse? Na, was E-Mail-Adresse? Also haben Sie Posteingang auch, ja, denke ich. Jeder normale Mensch hat den Posteingang. Ja, was meinen Sie denn damit? Also ich möchte Ihnen etwas zu senden. Haben Sie gar keinen WhatsApp und gar keinen Posteingang? Na, E-Mail-Kran habe ich ja.
Okay, dann diktieren Sie mir bitte die E-Mail-Adresse, okay? Na, die steht doch da bei Ihnen. Also bei mir steht gerald.hubschrauber@mdccfan.de. Genau. Okay. Jetzt ich schreibe Ihnen etwas, okay? Mhm. Warten Sie kurz. Ja, ich. Ich vorbereite für Sie etwas, okay? Was denn? Also, jetzt gerade können Sie Ihre Posteingang öffnen. Ich sende Ihnen Instruktionen für PayPal, okay? Was ist denn eine Instruktion? Also, mit welchem Weg können Sie Geld investieren? Von Ihrem PayPal-Konto auf Ihrem Handelsplattform? Na, da brauche ich ja nur Ihre PayPal-E-Mail-Adresse. Dann ich da buchstabiere Ihnen, wie Sie möchten, okay? Was denn? Sind Sie eingeloggt auf Ihrem PayPal-Konto? Nee. Also, loggen Sie sich, okay, bitte. Was? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal-Konto, okay? Ja, jetzt haben Sie in Ihr Mikrofon in den Mund gesteckt. Jetzt höre ich auch nichts mehr. Bitte? Ja, wenn Sie Ihr Mikrofon in den Mund stecken, dann höre ich auch nichts. Okay, jetzt hören Sie mich besser, ja? Ja, geht so. Besser ist nicht so unbedingt. Eher so, weiß ich nicht, anders schlecht jetzt. Okay, überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang, okay? Sie sind sehr leise jetzt. Also. Jetzt ist besser? Jetzt ist wieder besser. Okay. Jetzt überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang, okay? Was ist da drin? Also öffnen Sie und von Lili Scholl haben Sie Nachricht bekommen. Aha. Was ist das für eine Nachricht? Also öffnen Sie bitte und lesen Sie bitte das, okay? Was kommt denn für eine Nachricht? Also aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang. Ist noch nichts da. Suchen Sie bitte Nachricht von Lili Scholl. Ja, ist noch nicht da. Okay, dann warten wir da. Vielleicht das dauert 2 Minuten, ja? Ja, das kann schon mal vorkommen. Okay, gleichzeitig loggen Sie sich bitte auf Ihrem PayPal-Konto ein, okay? Na, erstmal wollten Sie mir ja noch erklären wegen dem PayPal-Käuferschutz. Bitte? Ja, wegen dem PayPal-Käuferschutz. PayPal was? Käuferschutz. Also, okay, jetzt schauen Sie bitte. Was ist damit? Okay, PayPal haben Sie. Ja, und der Käuferschutz? Was meinen Sie? Ich habe es nicht verstanden. Na, den PayPal-Käuferschutz. Machen Sie damit einen Spaß oder was machen Sie jetzt gerade? Na, hören Sie mich irgendwie lachen? Nö, oder? Habe ich gelacht? Bitte? Habe ich gelacht? Also, fand nein. Ich das witzig. Also, ist doch nur eine ganz normale Frage. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Okay. Jetzt hören Sie mal zu, okay? Und lassen Sie mich ausreden. Na, mach ich doch. Jetzt. Ja. Okay. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal ein. Also dafür brauchen Sie Benutzername und Kennwort. Ja, genau. Das ist richtig. Wenn man sich da einloggen will, braucht man das. Okay. Und wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir erst Bescheid, okay? Na, erstmal wollte ich eine Antwort auf meine Frage. Was für eine Frage haben Sie? Na, was mit dem PayPal-Käuferschutz ist. PayPal, die andere Worte verstehe ich nicht. Na, Käuferschutz. Käuferschutz? Käuferschutz. Das habe ich nicht verstanden. Na, den PayPal-Käuferschutz. Wie sieht es denn damit aus? Also, sind Sie eingeloggt? Nein, noch nicht, weil Sie haben ja meine Frage noch nicht beantwortet. Aber Ihre Frage, ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Ich verstehe kein Wort. Na, dann weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie denn da noch einen anderen Mitarbeiter, der besser Deutsch kann. Also. Ich warte so lange, bis Sie den Mitarbeiter geholt haben. Also, Heik Nussbrings. Nicht,
Knusprig. Knuspring. Knusprig. Nee, knusprig. Knusprig. Nee, war wieder falsch. Knusprig. Okay, es ist sehr schwierig für mich, wirklich. Frage ich Ihnen. Knusprig. Ja. Okay. Knuspergötchen, aber an meinem Höschen. Also, Ihren Namen bitte. Es ist die Lore Oris Knuspring. Ist das knusprig, richtig? Knusprig. Aber die nee, Name. Knusprig. Also, es ist Name oder Nachname? Na, das ist der Nachname, Knusprig. Aber wo ist die Person Gerald Hubschauber? Ja, die Person existiert nicht. Also die E-Mail-Adresse lautet sie gerald.hubschauber@mdc5.de. Richtig, genau. Das ist die E-Mail-Adresse. Okay. Also, haben Sie die Nachricht bekommen? Nee, das ist nicht da. Also, vielleicht die Nachricht haben in den Spam gegangen. Überprüfen Sie bitte Spambox auch. Beim Fahren. Spam. Ja, guck ich mal. Okay. Wie ist das jetzt mit dem PayPal-Käuferschutz? Das wollten Sie mir ja noch beantworten. Da wollten Sie mir ja noch einen anderen Mitarbeiter holen, der das beantworten kann. Also, können Sie mir es buchstabieren? Wirklich habe ich nicht verstanden. Na, Käuferschutz. Käuferschutz? Schutz, nicht Schulz. Käuferschutz. Schutz, genau. Wie schützen. Okay. Also, ist das meinen Sie, okay, es ist und kostenlos. Ja? Kostenlos. Kostenlos. Das habe ich jetzt gerade verstanden. Ja, das habe ich nicht gehört. Okay? Aha. Also, jetzt brauchen Sie auf Ihrem PayPal-Konto einzuloggen. Muss ich jetzt machen? Mhm. Bei PayPal. PayPal, ja. Ja, da bin ich jetzt drin. Okay. Mhm. Und jetzt sehen Sie die Option Geld senden oder senden. Nee, wo sehe ich das? Also, sind Sie eingeloggt auf Ihrem PayPal-Konto? Ja. Okay. Und dann auf jeden Fall, also normalerweise, Sie wissen, wie funktioniert PayPal, ja? Ich nutze das nicht oft. Nicht oft? Mhm. Okay. Aber nicht so oft. Und bei PayPal, da weiß ich nicht, da kommt immer so eine Fehlermeldung. Manchmal geht es einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht. Also ich habe ja da gedrückt, aber dann sagt er, geht nicht. Da steht dann kaputt. Okay. Nutzen Sie Online-Banking? Bei PayPal jetzt oder bei dem? Nein. Nee? Online-Banking. Nutzen Sie Online-Banking. Ach, das mit dem Bezahlen meinen Sie? Jawohl. Zahlungsmethode meine ich. Kreditkarte, ja. Zum Beispiel Visa oder Mastercard, Online-Banking oder ja. PayPal. Das habe ich. Also, das habe ich verstanden. Sie nutzen PayPal-Konto, aber haben Sie Online-Banking? Ja. Okay, perfekt. Ja. Okay, aber die Nachrichten haben Sie nicht bekommen über E-Mail, ja? Deswegen brauche ich die WhatsApp-Nummer. Die WhatsApp-Nummer? Mhm. Ich kann Ihnen das alles schreiben gleich. Was denn für eine WhatsApp-Nummer? Also, Handy haben Sie, ja? Handy. Normalerweise. Ja, genau. Sind für okay. Nokia 3310. Und in Ihrem Nokia haben Sie eine Applikation, das heißt die WhatsApp, wie zum Beispiel die Facebook, Instagram? Nee. Nee. Haben Sie kein WhatsApp? Nee. Können Sie es installieren auf Ihrem Nokia? Das habe ich noch nicht probiert. Wie geht das? Okay, im Nokia vielleicht haben
Sie eine Applikation, das heißt die Play Store? Nee. Play Store. Mm-mm. Nee. Also es nicht. Ist die alte Modell von der Nokia, oder? Nein, 3310. 3310, okay, das überprüfe ich jetzt. Mhm, so alt ist es noch gar nicht. Jetzt, ich habe das Handy jetzt vielleicht gar nicht. 25 Jahre oder so, länger ist das noch nicht. Okay, das habe ich im Google recherchiert. Okay, dann sind Sie richtig. Auf diesem Nokia können Sie keine Applikationen runterladen. Ja? Ach so. Und jetzt? Okay, und jetzt? Jetzt, okay. Öffnen Sie bitte Posteingang und ich diktiere Ihnen meine E-Mail-Adresse, okay? Ja. Und schreiben Sie mir bitte etwas, okay? Darf ich Ihnen das diktieren? Es ist L. wie Ludwig. Dann also kommt L. Warten Sie. L. Punkt. L. wie Ludwig. Punkt. Nein. Haben Sie aber gesagt. Löschen Sie bitte das alles. Ja, löschen Sie bitte das. Und was fangen denn? Also, erfrieren wir, ja. Also erfrieren wir das. Ja. Alles weg, ja. Alles weg? Ja. Okay. L wie Ludwig. Moment. L wie Ludwig. Ludwig mit G oder mit CH? Ludwig oder Ludwig? Nein. Dann brauchen Sie nur erste Buchstabe. L. Ach so. Also nur den... Ach so. Ja? Haben Sie es L geschrieben? Dann kommt Punkt. Ein Punkt. P habe ich. Okay, dann kommt S. Ein F. S. Wie ein Siegfried. F? Jawohl. Oder Schleuderpanzer. Ja, habe ich. Und jetzt? Dann kommt C. Ja. Also C haben Sie geschrieben. Ja. Dann kommt H wie Heinrich. Was haben Sie geschrieben? Ein H wie Heinrich. Okay, dann kommt O wie Otto. Ja. Und zweimal L. Also zwei, dann so ein X und L, ja? Zweimal L. L. Voll. Und noch ein L, also insgesamt drei L. Okay, Herr Knuspring. Nee, Knusprig. Knusprig. Nee, Knusprig. Wie Knusperknäuschen, knabbert er mal ein bisschen. Wie aus dem Märchen da bei der Gelände. Das hat mir neulich die Barbara bei der Bettina erzählt. Okay. Wenn ich fragen darf, natürlich. Wie alt sind Sie und was machen Sie vom beruflich? Also, welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Die beides, ja. Wie alt sind Sie und was machen Sie vom beruflich? Ja, also ich bin 29 und... 29? So ja. Junge Mann, okay. Ja. Und beruflich bin ich Hellseher. Okay, und Ihre Familienstand, sind Sie verheiratet oder wohnen Sie alleine? Ja, also ich bin verheiratet. Ja. Also Kinder auch haben Sie? Nee. Ah, nur Frau? Nee. Also haben Sie mir jetzt gerade gesagt, sind Sie verheiratet, ja? Ja, genau, das ist ja richtig. Okay. Herr Knusprig. Knusprig. Das habe ich richtig? Ja, jetzt ist richtig. Okay, Herr Knusprig. Jetzt lege ich auf, verabschiede Warum? Ich mich. Ich dachte, Sie wollen mir bei der Anmeldung helfen. Aber denke ich, dass Sie nur einen Spaß machen damit, Warum? Ja? Und leider ich habe so viel Zeit. Ja. Weil ich habe so viele Kunden und ich arbeite mit meinen Kunden und meine Zeit kostet zu viel.
Deswegen, Philipp, ich habe verloren ungefähr 30 Minuten von meiner Zeit. Ja, das ist auch gut. Dann kannst du in der Zeit keine anderen Leute beschäftigen. Verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, das wünsche ich mir auch, aber betrüge heute bitte nicht mehr so viele Leute. Okay? Bitte, was meinen Sie? Na, ich sage, du sollst heute nicht mehr so viele Leute anrufen und die betrügen. Nein, was denken Sie? Also ich sitze jetzt hier, das haben Sie selber von Ihrem Wunsch die Anmeldung gemacht haben. Genau. Ja? Genau, das ist richtig. Genau. Ja. Ja, deswegen, Sie, ich habe Ihre Daten bekommen. Ja. Und bei uns, es funktioniert nicht, was Sie jetzt gesagt haben. Warum funktioniert das nicht? Und was denken Sie? Ich sitze jetzt hier in meinem Büro und mit dem 250 Euro, ich mache eine Kriminelle in Deutschland. Was denken Sie? Ja, genau so es wie ist das ist, denke ich. Und unmöglich. Knusprig. Unmöglich ist das ja nicht. Das okay, wünsche einen schönen Tag noch. Ja, ciao. Das wünsche ich dir nicht so. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mhm. Homosexuell, guter Stinkerzähl. Ist auch jetzt nicht so geiler Name. Nicht, ne? Aber du warst gerade auf Sendung. Ja. Hab dich gerade gehört beim Sigi. Ach, echt jetzt? Mhm. Wie? Ja, wenn ich gerade nicht telefoniere, dann läuft der Film von Sigi. Du warst gerade bei Sigi zu hören. Ach, echt jetzt? Ja. Krass. Wo der gute Stinkeze hieß? Was? Was ist wo er guter Stinkeze hieß? Woher, bei wem war ich auf Sendung? Bei Sigi Scam Booster. Hä, wo? Sigi Scam Booster. Okay. Nee, den habe ich gerade nicht angerufen. Nee, aber da warst du gerade zu hören. Nee, ich hatte gerade Pause tatsächlich. Ich ein paar Minuten schon her, ja. Kann sein. Dadurch, dass ich ja mal telefoniere, stoppt das Stream. Dann ist ein Delay drin. Hab ich geredet oder hast du mich im Hintergrund gehört? Nee, du hast auch geredet. Nee, das kann nicht sein, weil du bist auch ein guter Stinkerzieher, oder? Ja, auch, ja. Ich hatte... Das letzte, wo ich gesprochen habe mit einem offensichtlichen Fake und allgemein, war gut, dass ich hingezählt. Dann habe ich noch eine Klientin gehabt und danach habe ich Pause. Keine Ahnung. Vielleicht verwechsel ich dich auch. Okay. Aber hat jemand denn so eine geile Stimme wie ich noch, oder? Ja, hört sich genauso an. Der ist auch die Leitung genauso beschissen wie bei dir. Echt jetzt? Ja, heute, also das ist heute bei uns wirklich schlimm. Wir haben übelst schlechte Verbindung. Übelst schlechte Verbindung, also wirklich. Ja, aber das haben mehrere heute. Aus welchem Land rufst du an? Türkei oder Albanien? Ich rufe Deutschland an, Bro. Auf Deutschland? Nee. Ja, warte eine Sekunde. Bei uns ist halt den ganzen Tag schon schlechte Verbindung. Und aber wir rufen aus Deutschland an auf jeden Fall. Wo wohnst du denn? Wohnst du in der Nähe von Berlin? Ja, kann man so sagen. Ja, wir sitzen, also jetzt Real Talk, wir sitzen in Berlin, Frankfurter Allee 111. Ach Gott. Und da hat man euch noch nicht dicht gemacht? Nee, warum? Wir sind doch ein legitimes Unternehmen. Naja, das Geld in der Versenkung... Nein, warum? Warum? Der ist doch bei 99% so... Ich würde nicht sagen bei 99%, aber so 98,9 so ungefähr. Ja, das kommt so leider hin. Nein, Spaß, nein, wirklich. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber erzählen, ja, weil du weißt ganz genau so, dass ich dir nicht darüber irgendwas sagen kann und Zumindest bei mir kannst du da nichts rausgefunden oder so, ich würde da nichts sagen. Aber wir verdienen schon einige Klienten sehr gutes Geld und einige setzen das halt im Sand, weil, schau, das Ding ist doch einfach nur, viele Leute sind einfach dumm genug, um zu glauben, dass wenn sie jetzt 250 Euro investieren, dass sie am nächsten Tag schon über 10.000 haben. Verstehst ja, du? Das ist tatsächlich so. Ja, und weißt du, aber wenn jetzt Leute bei uns einsteigen mit 2.000, 3.000 und kein hohes Risiko eingehen, sondern das quasi wie Anlegen. Die verdienen gutes Geld. Also wirklich, also nicht jeder wird abgezogen. Also was ist abgezogen? Ja? Naja, weil bei den meisten Firmen, die sind ja danach dann dicht und komplett offline, nach so einem halben Jahr oder so spätestens. Ja, nein, ich arbeite jetzt hier schon seit, lass mich lügen, 7 Monaten. Und die Plattform gibt es schon seit 3 Jahren, noch was Jahre ungefähr. Aber das ist halt das Ding.
Leute, bleibt ja immer noch die Frage, warum ihr eure Datensätze von so unseriösen Quellen herbekommt, wo man bei den Betrügern genauso landet. Ja, und bei uns ist halt das Ding so, wir haben damit weitestgehend zu kämpfen, sage ich mal, weil Leute werden angerufen Klienten werden angerufen von Leuten mit einem slawischen Akzent, ja, und damit müssen wir irgendwie klarkommen dann im Endeffekt, weil dann werden wir auch als unseriös eingestuft, egal wie gut ich Deutsch sprechen kann, egal wie überhaupt jemand Deutsch spricht, wenn er irgendwie 10 Anrufe am Tag bekommt und von denen sind 9 mit einem slawischen Akzent, die nicht mal ordentliches Deutsch verstehen und nicht mal wissen, über was sie erzählen, das dann müssen wir damit kämpfen, um sie zu überzeugen, um trotzdem halt daran zu glauben. Und das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. So, ja? Und genauso ist es so, bei uns kommen Leute, die sind seriös interessiert daran, mit uns Geld zu verdienen, ja? Aber in dem Sinne, die setzen 250 Euro ein und wollen, wie gesagt, am nächsten Tag oder im besten Fall, im schlimmsten Fall übermorgen schon über 10.000 zu haben. Was erwartest du dann? So, natürlich setzt man dann einen 20-Hebel an und der geht in 99% von allen Fällen geht er kaputt halt. Also funktioniert nicht. Geht nicht durch. So logisch. Das ist halt das Ding. Und ja, aber letztendlich habt ihr ja die gleichen Datensammel-Webseiten wie die anderen. Die sehen ja optisch genauso aus. Ich würde dir gerne unsere Homepage schicken, ja, unsere Plattform, ja, aber das kann ich leider Gottes nicht tun, weil ich sehe, du bist bei Access Capital, ja, gelandet und Access Capital ist einer der größten Scam-Seiten. Das ist richtig. Access Capital ist einer der größten Scam-Seiten. Aber ich würde dir zu gerne unsere richtige Seite schicken, aber das kann ich leider nicht tun, weil du bist offensichtlich ein Fake, also weißt du, du bist offensichtlich kein seriöser Klient. So, und deswegen kann ich mir das nicht leisten, mit Access Capital in Verbindung gebracht zu werden, ja? So, und genau das ist der Grund auch, warum ganz viele Leute einfach auf solche Scheiße reinfallen, weil gib ihm eine ordentliche Plattform, gib ihm, es sieht gut aus, es sieht alles richtig aus, aber im Endeffekt ist es trotzdem alles scheiße, so. Ja, gut aus. Ja, und deswegen möchte ich auch nicht mit solchen Seiten in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel Bitcode oder Toyprofit oder irgend so ein Scheiß. Ja, aber da kommen ja letztendlich eure Datensätze her. Ja, aber von diesen Leuten, die zu uns kommen, bekommen wir wenigstens 20% oder 30% dazu, dass sie wirklich Geld verdienen können. Ja, und nicht gnadenlos abgezockt werden. So, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Schau, ich könnte dir jetzt 5, 6 Agenten geben, ja, in meinem Office, sind alles deutschsprachige Leute, ja, und alle sprechen sie perfektes Deutsch, so, und, aber alle anderen, so, ich frage ja sogar nach, so, ey, ich wurde heute schon mal angerufen, ich habe einen Termin vereinbart, und dann sage ich so, ey, kann es sein, dass vielleicht der Agent, mit dem sie gesprochen haben, hatte da vielleicht einen slawischen Akzent, und dann sagt er so, ja, so, schon, ja, und dann... Ja, aber das Gleiche haben die Betrüger auch schon drauf, das machen die auch. Ja, und die gehen halt nach demselben Prinzip wie wir. Das ist ja das Ding. Die gehen nach demselben Prinzip wie wir und die machen genau das, was wir machen. Wir haben 4 Kontotypen, ja. 250, 500.000 und 5.000, ja. Aber die gehen nur bis 1.000. Ja, weil die sind sich nicht sicher, dass die Leute darauf reinfallen, dass die Leute bis 5.000 gehen. Aber bei uns ist das Ding, bei uns investieren sogar Leute über 5.000, über 10.000. So, ich hatte einen Klient vor rund 2,5 Monaten oder so, der hat 25.000 investiert. So. Und ich habe immer noch den Kontakt, weil er immer noch Geld mit uns verdient. Und er hat sich davon schon 50.000 ausgezahlt. So, nicht 50, sorry, 15.000. Ja, aber hat das Geld noch drin gelassen. So. Und das ist halt das, was mit was wir kämpfen. So, du kommst bei mir ins System rein, ja? Du hast bei Access Capital angemeldet, ja? Und ich sehe das sogar bei mir im System, dass du bei Access Capital gelandet bist. Warum auch immer, ja, pass auf, bei uns, wir haben, das ist etwas regelwidrig, ja, wie wir arbeiten. Deswegen kamst du dreimal zu mir. Das ist etwas regelwidrig, weil wir dürfen eigentlich nicht sehen, von wo ihr kam und wo ihr euch angemeldet habt. Ach so. Genau, das dürfen wir eigentlich nicht sehen. Aber, ja. Ansonsten, ich bin halt auch ein etwas höher gestellterer Agent, quasi, sag ich mal so, und weil ich habe halt schon ein bisschen Ahnung und dies, das, und ich kann halt nicht sehr viel erzählen, ohne mich
Weil die Anrufe werden auch kontrolliert, weißt du? Und wenn ich dir irgendeinen Satz sage, der überflüssig war, den du nicht hören solltest, könnte ich einfach morgen gefeuert werden. Und darauf habe ich halt, wie du wahrscheinlich verstehen kannst, kannst du das. Das ist nachvollziehbar, ja. Genau. Und ja. So. Es tut mir leid, dass so ihr Leute denkt, so dass alles, was das angeht, immer alles Scam ist und alles Verarsche ist. Es ist halt einfach zu 90% so und ich verstehe eure Auffassung der Lage. Ich verstehe es. Aber es gibt halt auch tatsächlich Leute, die mit uns angefangen haben, Geld zu verdienen, immer noch Geld verdienen und noch weiterhin Geld verdienen werden, weißt du? Ja, aber das bleibt aber am Ende immer noch das gleiche Problem, dass ihr die Datensätze über die gleichen Plattformen bekommt. Da macht man sich quasi selbst schwer. Genau. Und damit müssen wir halt kämpfen. Also, schau, nicht ich kaufe ja die Daten ein, ja? Nee, aber die Firma. Ja, genau. Aber dafür kann ich ja zum Beispiel als Mensch nichts oder als Agent. So, und was soll ich dir sagen? Was soll ich dir erzählen, damit du verstehst, dass ich nicht schuld daran bin, sondern dass ich dir wirklich helfe, mir Geld zu verdienen? So, kann ich ja gar nicht. So, weil du landest lieber bei mir, lieber bei irgendeinem anderen, ja? Und wie sollst du als Mensch wissen, wer der Richtige ist, ja? Das ist richtig. Das verstehe ich ja auch. So, und wie kann ich dich im Endeffekt überreden, bei mir zu investieren, wenn du schon von 10 anderen angerufen wurdest? So, gar nicht mehr. Genau. Geht ja gar nicht mehr. Ja, geht ja gar nicht mehr. Und damit kämpfen wir halt. Das ist natürlich ungünstig, aber kann man da nicht irgendwas machen? Ich meine, wenn ihr in Deutschland sitzt, dann habt ihr ja Möglichkeiten. Haben wir. Und wir haben auch schon ganz... Wir haben ganz viele, also bei uns arbeiten 8 Juristen an unserer Seite. Mhm. Und dadurch, dass diese Unternehmen, die quasi mit uns konkurrieren, in anderen Ländern sitzen und vor allem in Ländern, die nicht davon bestraft werden können, was sie machen, so, also nicht von Deutschland aus nach Polen oder nach Russland oder nach Rumänien oder nach Armenien oder nach Schlag mich tot Armenien, keine Ahnung, irgendwohin. So. Das ist halt sehr schwer. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass in Deutschland keiner dazwischen kommt. Aber das würde auch niemand machen, weil jeder, der in Deutschland damit zu tun hat, würde nicht das machen, was die anderen machen, weil die ganz genau wissen und die Gesetzeslage verstehen. Das ist wohl wahr. Ja, aber man wird ja tatsächlich nur von ganz unterirdischen Menschen teilweise angerufen. Ja, ich hab ja, wie gesagt, bei Marco habe ich so manchmal Gespräche gehört, bei Icetex. Es muss doch erstmal irgendwie ein Kontakt bestehen, ja? Also, so, lass uns den Vorgang durchgehen, ja? Erstmal muss ein Kontakt bestehen sein, ja? So, zum Beispiel, er gibt eine Bewerbung auf, so, ja? Ich bin deutsch sprechender Russe oder Pole oder Armenier oder Türke oder Inder oder was auch immer, ja? So, dann wird er zum Bewerbungsgespräch eingeladen und jemand muss es ja absegnen, dass er anfängt dort zu arbeiten, oder nicht? Wie schlecht muss dann sein Vorgesetzter sein, dass er genau ihn einstellt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist halt wirklich. Ja, was Schlimme ist, das funktioniert ja trotzdem. Die Leute zahlen ja da trotzdem. Und das verstehe ich nicht. Schau, ich bin jetzt auch, ich bin in Deutschland geboren. Ja, ich habe 20 Jahre lang in Deutschland gelebt. Da war ich für 3 Jahre lang in Russland. Und jetzt bin ich wieder in Deutschland und arbeite jetzt in Berlin, ja. Und ich bin jetzt zuständig dafür, dass ich unsere Agenten auswähle, ja. Also die zu uns kommen. Und jeder, der auch nur ansatzweise mit einem Akzent kommt zu uns, den nehme ich halt nicht an. So. Ganz einfach. Ich kann dir jetzt meinen Nachbar geben, ja? Das ist eine Frau, ja? Und du kannst einfach nur als Beispiel, kannst du sehen, dass sie auch einfach akzentfrei Deutsch spricht, okay? Schau. Das ist ja bei euch auch schon nicht so laut, keine nervige Musik da aus dröhnenden Boxen. Hallo? Hallo. Hi, wie geht's? Ganz gut. Und selbst? Auch ganz gut. Was gibt's Neues bei dir? Im Moment eigentlich nichts. Ich putze gerade meine Küche nebenbei, währenddessen wieder 1000 Anrufe reinkommen. Ja, aber du hast dich ja selber hier die Daten eingegeben mit einem falschen Namen. Ja, das mache ich. Das ist richtig. Damit ich halt die ganzen Trüger ans Telefon bekomme. Ach so. Alles klar. Okay, ich gebe dich dann wieder kurz an Carlos. Okay? Okay.
Tata. Ciao. Ja. Ja, ist er wieder. Ja. Mhm. Ja, ist schon ganz schön schlimm geworden. Vor allem, das, man kriegt ja am Tag teilweise, ich meine, wenn man das öfters macht, dann kriegst du ja locker 100 bis 1000 Anrufe, ne? Das ist ja gar kein Ding heute. Ja, das, wie gesagt, damit haben wir sehr krass zu kämpfen. Damit haben wir sehr krass zu kämpfen. Und ja, wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie wir dagegen vorgehen können. Das sind halt die Affiliates, die da dran sind, ja? Ja, sowas stimmt, das gibt's ja auch noch. Das ist uns auch völlig klar, ja? Und, aber es ist halt, also was sollen wir dagegen machen? So, halt nicht. Tja, das ist eine gute Frage, was man dagegen machen soll. Ich meine, so als Hunde kannst du dich ja nur über YouTube wehren und wenigstens die Betrüger irgendwie ans Licht bringen, aber mehr geht ja nicht. Ja, das verstehe ich auch. Und deswegen feiere ich auch, was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch YouTuber bist, so zum Beispiel Marco, also ich weiß nicht, ob der wirklich Marco heißt, tatsächlich, ist auch egal, aber Icedex. Ich habe auch noch mit einem anderen gesprochen, der hat relativ neu angefangen. Der hat damals auch gesagt, ich soll Icedex von ihm grüßen. Er hieß irgendwie ein Name X, also ein I Name X. Ich sollte ihn grüßen, ich sollte Icedex grüßen von ihm, weil er durch ihn darauf kam, sowas zu machen. Aber er ist halt noch in den Anfangsschuhen, fällt schon einen Akzent vor, wo man einfach hört, dass es halt er nicht ist und bla bla bla, alles und drum dran, ja. Und ach, das ist dann vielleicht der Telefonveräppler, der Herr Flughafen. Nee, der hat direkt seinen YouTube-Kanal genannt. Also I Name X. Ja, I Name X. So hat er es gesagt. Das sagt mir nichts. Ja, den kenne ich nicht. Er hat auch gemeint, er hat irgendwie nur ein paar, ich glaube, ein paar Abonnenten, ich glaube so 80 oder 90, hat er gesagt. Ja, gut, das wächst ja auf YouTube relativ schnell. Ja, na klar. Es kommt darauf an, immer, wem man die Leitung kriegt. Zum Beispiel, ich habe letztens mit meinem Kollegen hier, der auch mit mir zusammenarbeitet, wir haben letztens bei Icedex reingehört und er hat mit zwei Mädels telefoniert und das ist halt schon unterhaltsam, also wirklich, ich bin ehrlich, das ist schon unterhaltsam. Bloß das hat leider noch nicht diese Reichweite, die es verdient hat tatsächlich. Ja, ich meine, Callcenter von macht ja nicht mehr so viel und weiß ja, ich nicht. Ja, der Telefonveräppler, der macht ja nicht genau das, der macht allgemein alles so. Aber man müsste genau auf dieses, auf das den Augenmerk legen, ja, weil genau hier verlieren die Leute übelst, also Unmengen an Geld, ja? Das stimmt. Also genau in der ich sag mal Bronze, in der ihr euch befindet. So. Also nicht Bronze, sondern in dem Feld. Mhm. Und genau da verlieren die Leute am meisten Geld. Und das ist halt schon traurig einerseits, aber andererseits, schau mal, ja? Du bist jetzt auf irgendeiner Homepage, ja? Mhm. Und rechts und links kommen Werbungen auf. Zum Beispiel, lass deinen Penis innerhalb von 2 Stunden 20 Zentimeter wachsen. Du klickst drauf. Wie dumm muss man sein, um das zu glauben? Sag mal. Ja, da hatte ich heute auch erst einen Anruf. 49 Euro eine Schachtel mit 30 Pillen und genau. Kann man eine 100er Packung kaufen und naja, so ein Quatsch halt. Ja, ja. Wie dumm kann man sein, um sowas zu glauben? Das sag mal. Aber es immer. Gibt halt Leute, die so dumm sind. Ja, ich meine, da eigentlich findest du ja da gar keine Erklärung mehr für, warum eben, die Leute das machen. Eben. Das ist ja das Schlimme. Aber letztendlich muss man ja die schlimmen Leute, also die Leute, die auf den schlimmen Kram da reinfallen, muss man ja auch irgendwie schützen. Ich meine, können ja nicht alle was dafür. Okay, beschützen. Schau mal. Beschützen ja. Ja. Mhm. Aber, schau. Dummheit ist das Schlimmste, was man, also, wie soll ich es erklären? Schau mal, man hat Internet, ja? Man hat uneingeschränkten Zugriff auf das Internet, ja? Ja. So, vor allem als erwachsener Mann oder Frau, je nachdem, ist egal. Man hat uneingeschränkten Zugriff aufs Internet. Und dann sieht man sowas und man hat vielleicht im besten Fall hat man eine gute Arbeit, so geht seine Arbeit nach, verdient seine 1,5, 2, 2,5. Mhm. Ja? Und dann sieht man so eine Werbung. So, und wie dumm muss man sein, um darauf reinzufallen? So, ist es dann nicht eine Strafe genug, dass sie genau das Geld verlieren, damit sie für die Zukunft gewappnet sind dafür und nicht mehr darauf reinfallen? Ja, dann warten die auf den Anruf von dem angeblichen Typ, der helfen will, und der zockt die dann nochmal ab. Also das ist ja das Dramatische an der Geschichte. Da ruft der Nächste an mit der nächsten Story und sagt, hier, ich habe dein Geld gefunden, ich will dir helfen, kostet nur nochmal 250 Euro.
Und wir zahlen die nochmal 250 Euro ein. So, okay, siehst du, so läuft bei uns halt gar nicht. Erstens, ja, aber ist ja noch krasser. Und wenn ganz scheiß läuft, dann hatte ich der erste Betrüger schon das zweite Mal abgezockt, wo du nochmal Geld nachgeschoben hast. Und dann ruft der angebliche Anwalt an, der dein Geld gefunden hat und dir helfen will. Und der kostet halt auch nur nochmal so 1000 Euro oder so. Und schon ist die Kohle wieder weg. Ja. Also, ich frage mich da auch, wo allgemein die Menschlichkeit bleibt. Nicht nur bei den Betrügern, sondern wo die Menschlichkeit bei sich bleibt. So. Warum fällt man auf sowas rein, bitte? Also, ja, die Menschen sind allgemein alle ein bisschen komisch in letzter Zeit. Ich meine, seitdem Corona hier unterwegs ist, sind ja alle sowieso irgendwie... Aber das läuft ja erst nicht seit Corona. Weißt du, das läuft ja erst nicht seitdem Corona da ist. Nee, das stimmt. Das gibt's ja schon etliche Jahre. Ja, so, das stimmt. Und so, allgemein diese Werbung. Ich habe ja selber, ich bin ja selber in dieser Branche unterwegs und helfe Leuten quasi bei meiner Counter-Öffnung, wie ist das? So, aber bei uns gibt es nicht dieses. Bei uns zahlt man einmal 250 Euro. Das ja, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ja das Schlimme. So, die bedienen sich mit diesen Originalen, ja? Also, die bedienen sich genau damit, was wir anbieten. Mit den, genau denselben Preisangaben, mit allem, ja? Oh. Und zum Beispiel, ich habe gesehen, eine Werbung. Ich habe YouTube aufgemacht, habe Werbung bekommen. Ja, hier, ich habe so und so viel Geld. Ich habe über 13.426 Euro verdient über Nacht. Mhm. Nur weil ich 250 Euro investiert habe. Das hört man oft. What the fuck? Warum? Warum glaubt man sowas? Ja, das ist dramatisch. Ich meine, diese ganze Trading-Geschichte, das ist ja, also das gibt's auch schon lange, war aber früher noch nicht so schlimm. Da war ja eher so, in irgendwelche komischen Online-Systeme sollte man da sein Geld versenken. Ja, aber Trading an sich ist ja nichts Schlechtes und ist ja eigentlich sehr gut sogar, ja. Also man kann ja wirklich, also ich sag dir wirklich, man kann wirklich Geld verdienen beim Traden, ja. Aber dieses, du kannst innerhalb von einer Nacht über 13.000 Euro verdienen, nur weil du 250 Euro eingesetzt hast, was soll das, Alter? Ganz ehrlich jetzt. Das ist klar, also von nichts kann auch nichts kommen, das ist logisch. Eben. Man muss mindestens über ein Jahr traden, damit man von 250 auf 13.000 kommt. Und aber man muss halt auch intelligent traden. Und man muss auch für eine Woche mal aussetzen oder so. Weil, also ich möchte jetzt nicht tiefer darauf eingehen, ja, darauf eingehen, aber es ist halt wirklich zu schlimm, was Leute glauben. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist heute alles viel zu einfach. Und durch die drei Klicks am Computer ist man ja das Geld auch in 5 Sekunden los. Ja. Wobei ist schon alles ein bisschen sicherer jetzt gestaltet, ja. Aber trotzdem ändert es nichts an der Tatsache, dass man ganz einfach Geld einzahlen kann. Ja, das stimmt. Ja. Kann man denn bei euch auch mit Bitcoin einzahlen oder geht es nur zu normalem Geld, also Kreditkarte und so? Man kann bei uns mit allen Währungen einzahlen, also Währungen. Man kann mit allen Zahlungsmethoden einzahlen. Ja, das nehme ich immer bei den ganzen unseriösen Plattformen das Problem. Kann man zwar auch mit allem einzahlen, aber gerade wenn du mit Bitcoin bezahlst, so ist die Kohle weg. Kannst du nicht mal irgendwo um Hilfe rufen, weil... Nee, bei uns ist es sogar so, dass wir eher ungern Bitcoin Bitcoin nehmen, weil das muss dann erst wieder transferiert werden, dies, das, und wir nehmen sogar eher ungern Bitcoin. Was wir bevorzugen ist PayPal, wir haben gewisse, also auf unserer Plattform, die ich, wie gesagt, hier jetzt leider nicht nennen werde, haben wir Einzahlungsmethoden. Man kann da über Visa, Master, Maestro, Klarna, PayPal, man kann mit allem bezahlen. Hm. So, und, ja. Also was ich auch gehört habe, zum Beispiel, dass bei Klienten die Kartennummer gefragt wurde, also Kartendetails, Ablaufdatum, Sicherheitsnummer und so. Ja, genau, das ist ja Standard. Sowas würden wir niemals machen. Ja, das ist bei den Betrügern Standard, dass man das alles am Telefon selber durchbuchstabieren darf. Das würden wir niemals machen. Das ist uns nicht mal gestattet. Und bei Banküberweisungen wollen Sie dann ein Beleg Banküberweisungen haben. Banküberweisungen geht bei uns auch nicht. Weil wir haben keine Bankverbindung. Wir haben lediglich Einzahlungen über Plattform oder über Crypto-Wallet. Ja, bei den Betrügern ist das ja meistens, dass
dass die, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, Moment, gib mir nochmal das Stichwort. Ja, ja, ich weiß schon, bei den Betrügern ist es meistens sogar so, dass nur Visa und Mastercard funktionieren. Genau. Oder eine Bankverbindung. Ja, genau. Und die Bankverbindung läuft dann meistens ist über dann den nächsten Trottel, der hat wahrscheinlich über irgendein Privatkonto. Die Bankverbindung ist in Kreta oder sowas. Ja, und wenn es eine deutsche ist, dann ist es meistens wieder irgendein eBay-Kleinanzeigen-Dulli, der dann da seine Bankverbindung hergibt. Genau. Und genau aus dem Grund wollen sie nämlich dann jedes Mal auch einen Beleg haben von der Banküberweisung. Aber es ist komplett dämlich, weil wenn ich um Geld einzahle, dann seht ihr ja, ob Geld da ist oder nicht. Genau, nee, bei uns, halt so bei uns. Wegen dem Mittelsmann. Bei uns ist bei PayPal nur so, ja. Nur bei PayPal. Bei allem anderen brauchen wir keinen Beleg. Nur bei PayPal brauchen wir einen Beleg, dass der PayPal-Inhaber das Geld überwiesen hat, ja. Weil wir bekommen den Namen. Mhm. Weil zum Beispiel, wir haben Klienten, die haben einen PayPal-Account für mehrere Personen, ja? Mhm. Und da brauchen wir den Beleg, dass es genau diese Person war quasi, aber nur bei PayPal. Sonst, Natürlich, sobald die Zahlung getätigt wird, wissen wir, dass die Zahlung getätigt wurde und wissen auch, von welchem Klienten. Ist ja logisch. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall mal sehr informativ. Ja, ist halt tatsächlich so bei, wie soll ich sagen, so schon allgemein, wenn man auf sowas reinfällt, sag ich mal jetzt nochmal, ja, so, dann, ich will nicht sagen, dass man es verdient hat, ja, so zum Beispiel, ey, ich bin ein Mann, ja, ich gehe auch ab und zu auf die ein oder andere Pornoseite, ja, und da gibt's so viele Werbungen, so, du drückst sie doch weg und egal auf welche Ad du kommst, du machst doch da nichts, ja, weil du weißt ganz genau so, du willst jetzt einfach nur den Porno schauen, egal ob du dir einen runterholst oder nicht, aber wer Pornos haben will, der ist keinen runterholt, ja. und weißt du, warum sollte man auf Ads eingehen? Also die Ads sind ja genau dafür da, um zu scammen. So, das ist doch, ich war 14, ich wusste das. Ja, das wundert mich auch. Aber vielleicht ist man einfach nur selber in die Technik eingewachsen und alle die da nicht reingewachsen sind, also die ältere Generation, die kennen sich damit überhaupt nicht aus. Aber ist es dann nicht eher vom Vorteil, die einmal, ich sag mal, das so zurechtzustutzen, damit sie dann wissen, so, ey, okay, ich werde nie wieder auf so eine Ad drauf reinfallen? Schwierig, ne? Also. Ist schwierig, aber Dummheit schützt vor Wissen nicht so. Also, wie soll ich sagen, so, nur weil du dumm bist, ja, nur weil du wirklich im Leben dumm bist, heißt doch nicht, dass du ungestraft davon bist, von allen anderen Wölfen, die unterwegs sind im Internet, so. Ja, das stimmt auch wieder. So, und das denke ich mir halt so. Bisschen Gehirn muss man schon selber einsetzen. Genau, wenn man es geschafft hat, den Computer hochzufahren und wenn man es geschafft hat, ja, sein Handy zu bedienen, dann muss man auch irgendwie ein bisschen auch Wissen haben, wie man im Internet vor sich geht, was man im Internet macht. Ja, das ist wahr. Ja, ey, war mir eine Ehre, mit dir zu reden, ja, hat mir echt sehr gefallen. Ja, ebenso, vielen Dank, das kommt zwar selten aus meinem Mund, währenddessen ich telefoniere, aber ja. Okay, ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend, ja? Ja, ebenso. Tschüss. Okay, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Hallo. Samuel, schon guten Morgen. Nee, Herr Salmonelle. Am Apparat ist der Jan Weiche und ich rufe ihn aus Finanzmarkt an. Aha. Abteilung von Qualitätskontrolle. Ich bin da, um Fragen zu beantworten, um zu erzählen, wie es eigentlich funktioniert, damit wir zusammen Ihren Handelskonto aktivieren können. Sagen Sie mal bitte, lieber Herr, ob Sie eine Erfahrung haben in diesem Bereich. Das ist ein Handelskonto? Ja. Für Ihr eigenes Handelskonto. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Bitte? Ja, was denn für ein Handelskonto? Also den Anfang habe ich gar nicht gehört. Also ja, was denn für ein Handelskonto zum 5. Also das ist ein Handelskonto, ja, okay, alles klar, dann erzähle ich Ihnen, hören Sie mich, ist alles okay? Bei Verbindung? Aber Sie hören mich alles klar. Nicht.
Also, Sie werden, Sie haben sich im globalen Finanzmarkt angemeldet. Ich habe die Kontaktdaten sowie E-Mail-Adresse, Handynummer, Name, Vorname und natürlich die weitere Information als eine Anfrage gerade bekommen. Ich bin Ihr Kontoberater. Unser Unternehmen heißt die NCA Investment. Wir sind mehr als 5 Jahre in diesem Bereich. Wir sind reguliert. Wir arbeiten zusammen mit BaFin und sind natürlich unter FCA-Kontrolle. Also eine internationale Unternehmen. Wir bieten unsere Kunden also Zugriff an ein automatisiertes Robosystem allererst, an eine Applikation auf Ihrem Handy, also womit Sie halt so Online-Transaktionen tätigen können, sehen das Geld, das Sie investiert hätten, Gewinne, Verluste und so weiter und so fort. Plus also den Robosystem, was heißt Robosystem? Also es geht automatisch beim Rechnen, ne, und da gibt es keine menschliche Faktor. Genau deswegen funktioniert es natürlich also genauer, richtiger und also schneller. Plus, Sie werden erst Monat zusammen mit einem professionellen Personalbroker zusammenarbeiten, ne? Und in diesem Monat garantiert, Sie werden das Geld, das Sie investieren hätten, nicht verlieren. Okay? Plus, wenn Sie Zeit und Lust daran haben, wir können natürlich Ihnen also eine Möglichkeit geben, es alles zu lernen. Was heißt lernen? Also Zugriff haben, eine YouTube-Lessons, insgesamt 12 Stunden und an den PDF-Filen und den Büchern, damit Sie also so wie ein kleines Nebenjob, so wie eine kleine Ausbildung, das alles alleine tätigen können. Wie gesagt, die Beträge fängt mit 250, 500 und 1000 Euro an. Sie können mit dieser Summe erst einsteigen. Dafür brauchen Sie eine Visa, Meister oder eine Girokarte. Welche davon haben Sie? Mich würde erstmal interessieren, Sie machen eine Kryptowährung, ja? An der Kryptowährungen, ja, aber Sie brauchen Ihren Handelskonto aktivieren. Ich habe vergessen zu sagen, aber Sie, also, Sie handeln mit Kryptowährungen. Ja, Sie möchten mit einer Kryptowährung Ihren Handelskonto aktivieren. Na, weil haben Sie die Frage, eine ob Sie mit Kryptowährung handeln? Sie beantworten ja, klar. Die ja. Frage. Ja, klar. Ja, und natürlich würde mit der Kryptowährung. Was Sie mit der BaFin gemacht haben? Es ist ein kleines Verbindungsproblem. Ich höre nur noch die Hälfte, was Sie sagen. Wie Sie das mit der BaFin gemacht haben. Kann ich Ihnen ganz kurz in einer Sekunde nochmal anrufen? Nee, ich bin ja jetzt am Telefon. Ich wollte mal sehr gerne meinen Kopfhörer wechseln. Man kann auch sein, dass also. Wir müssen ja da bloß mal die Kopfhörer laute Musik im Hintergrund ausmachen, dann hören Sie die Leute vielleicht noch besser. Ja, leider, das ist Musik und im Hintergrund ist also der wichtigste Teil von unserem Job. Aber der auf jeden Fall sagen Sie, es ist ja leiser geworden. Ich bin definitiv in der falschen Firma, wenn die Musik. Ja, jetzt ist kein Musik, aber ich höre ihn gar nicht. Das ist ja nicht mein Problem, wenn Sie mich nicht hören, müssen Sie sich halt meine Verlangen. Ja, jetzt höre ich ihn natürlich besser. Irgendwie komisch, ja. Aber ja, so ist es. Klären Sie mir mal, wie Sie das mit der BaFin gemacht haben. Ja, wir arbeiten zusammen mit BaFin, natürlich. Ja, und wie haben Sie das gemacht? Was meinen Sie? Wir arbeiten seit 12 Jahren in Kryptowährungen und Sie handeln mit Kryptowährungen. Wie haben Sie das dann mit der BaFin gemacht? Weil die BaFin. Nein, BaFin reguliert alles, was. Komplett raus. BaFin kontrolliert alles, was halt gibt. Ja, aber in nicht mit Kryptowährungen. Das wissen Sie halt schon, ne? Ja, natürlich. Nee. Aber wenn Sie also ein aktives Handelskonto bei uns bauen würden, ne? Sie werden natürlich unter BaFin-Kontrolle sein. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Also hundertprozentige Prognose, wir werden Ihnen nicht geben. Ne? Auf jeden Fall kann auch sein, dass Sie dieses Geld also verlieren würden, wenn Sie zum Beispiel also Kryptowährung Bitcoin kaufen würden. Ja, aber würden, Sie erzählen Bitcoin, ja Unsinn. Ja, genau dafür, Sie werden zusammen mit einem professionellen Personalbroker zusammenarbeiten. Auf jeden Fall, wenn Sie, Samuel, skeptisch sind, es ist möglich, dass ich Ihnen per E-Mail, also unsere Lizenzen hinschicke. Da können Sie jetzt nachschauen. Ne, ja, aber es kann ja mit der BaFin sein, wenn Sie Kryptowährung machen. Dann reguliert die BaFin Sie ja nicht. Der BaFin arbeitet doch mit der Kryptowährung, genau. Nee. Also BaFin ist doch ein Unternehmen, der kontrolliert alles im Finanzmarkt. Was macht denn BaFin? Den Finanzmarkt, aber nicht den Kryptomarkt. Auf keinen Fall. Die BaFin hält sich bei Kryptowährungen zu 100%. Ja, wir bitten unsere Kunden eine Möglichkeit, also ein Handelskonto im Finanzmarkt zu haben. Ne? Also wir haben natürlich also gar nicht mit Finanzamt zu tun. Ja, vom Finanzamt habe ich auch gesprochen. Ich habe von der BaFin geredet. Ja, klar. Also. Ja, aber das ist ja falsch, was Sie sagen.
Was ist denn falsch? Naja, Sie können gar nicht mit der BaFin zusammenarbeiten, wenn Sie Kryptowährungen anbieten. So, nun machen Sie Ihr Mikrofon aus, weil Sie nicht schlau Augenblick. Sind, zu klären oder was? Ja, was denn jetzt? Ich höre Sie nicht mehr. Auf jeden Fall, Samuel, wenn Sie möchten, wie gesagt, ich kann Ihnen natürlich also unsere alle Lizenzen hinschicken. Sie können ja Ihren Handelskonto aktivieren, dann werden Sie natürlich weitergeleitet an der Entschuldigung, an unsere Finanzabteilung, dann können Sie halt also darüber diskutieren. Ja, okay? Aber das kann ja nur fake sein. Wer bitte? Ja, ich sagte, Ihre Lizenz kann ja nur fake sein. Nur noch fake sein. Das ist Ihre Meinung. Auf jeden Fall, es ist ja ein Ort. Nicht reguliert. Das ist Wissen, keine Meinung. Ja, ja, selbstverständlich. BaFin kontrolliert nur noch Finanzmarkt, ne? Wir bieten ja, aber unsere nicht den Kunden Kryptomarkt. Also eine Möglichkeit, lassen Sie mich doch aussprechen. Lieber Herr. Also, wir bieten unsere Kunden also eine Möglichkeit, Handelskonto zu bauen, ne? Also Handelskonto mit einem aktives, also Geld, das Sie halt investiert hätten. Dann werden Sie also eine Möglichkeit haben, handeln auch im Kryptomarkt. Es ist möglich natürlich in Aktien, Rohstoffindex und so weiter und so fort. Und das alles ist natürlich also unter BaFin-Kontrolle. Ja, das ist ja krass. Das ist das Einzige, was ich Ihnen gesagt hatte. Das ist ja gelogen, was Sie sagen. Brauchen Sie die Lizenzen? Sie haben ja keine Lizenz bei der BaFin. Es geht ja gar nicht. Doch, ich kann Ihnen sehr gerne alles schicken. Ja, dann nicht. Schicken Sie irgendwelche Fake-Scheine. Kurz Augenblick. Ah, Sie haben Glück gehabt. Also unsere Mitarbeiter von Finanzabteilung sind gerade da. Ich werde Ihnen sehr gerne weiterleiten. Stellen Sie bitte alle Fragen, die Sie haben. Augenblick. Hallo Herr Salonelle, hier ist Max Heller von Finanzabteilung. Was kann ich für Sie tun, bitte? Ja, wir haben ja da keine vernünftigen Mitarbeiter, die echte Geschichten erzählen können. Ihr Kollege hat ja gerade ja nur gelogen, die ganze Zeit. Nee, ist nur Witzarbeit. Vielleicht kennt nicht alle Sachen. Was kann ich für Sie tun, bitte? Ja, Sie sagten ja, dass Sie Kryptowährung haben. Und gleichzeitig sagt ja aber der Finanzklops da am Telefon, dass Sie bei der BaFin reguliert sind. Das geht ja gar nicht. Schauen Sie, wie das funktioniert. Ich möchte für Sie jetzt gerne erklären, wie das geht. Wenn man ein Handlungskonto öffnet in unserem Portal, weiter bekommt ein Finanzberater, der kann für Sie später in Binance zum Beispiel es aktivieren. Dadurch können Sie Kryptowährungen kaufen und dann an Öl Ihr Geld investieren, zum Beispiel an Gold, wie Sie möchten. Und da steht auch schon eine Möglichkeit, wodurch bekommen Sie eine Zahlung, Auszahlungsmöglichkeit, wenn Sie das auszahlen möchten. Als also Garantie sind ja bekommen auch besonders intelligenter. Bitte? Ich sagte, Sie sind auch nicht besonders intelligent. Sie labern den gleichen Rotz wie Ihr Kollege. Alles gelogen, alles Müll. Okay, wenn Sie so denken, dann können wir das Nein, das ist kein Denken, das ist Wissen. Na, ich weiß jetzt nicht, was Sie sagen. Vielleicht Sie haben inzwischen viele Anrufe von Brokern bekommen. Ja, Sie sind bekommen. Betrüger. Dann ich sage, Sie sind auch. Nee, und was bekommen Sie sind wir? Betrüger. Sie sind ein Krimineller, bandenmäßiger und gewerblicher. Nein, jetzt ich meine, Sie sind auch Kriminelle. Und was bekommen wir? Was bekommen wir dadurch? Na, und Sie ich meine, dass Sie auch Haftbefehl. Okay, dann Sie schon das machen. Schauen Sie. Doch, Sie wenn Sie denken, in wenn ins Gefängnis mit dir. Okay, weg, dann weg im Gefängnis. Wir haben Platz für Sie. Ja. Oder zusammen. Wo werden wir es klären? Nein. Aber normalerweise, Sie dürfen nicht mit uns so sprechen, wissen ja? Sie. Also, es ist schon Ihre Sache. Hast du Lippenstift aufgetragen, auf dein Lidschatten drüber gemalt, so. Schauen Sie, ohne Beleidigungen. Bis ja? jetzt habe ich ohne Beleidigungen geredet, aber kann ich doch jetzt machen. Und dann kommt der Kriminelle gleich so richtig in Fahrt, oder was? Nicht mal richtig Deutsch okay. kann er. Dein Deutsch ja, ist eine Mülltonne. Zuerst nicht dein. Sie, das bedeutet auch, dass Sie ohne Kultur mit mir sprechen, deswegen mehr keine Lust mit Ihnen zu sprechen. Wie ein Fischotter. Samuel? Ja, also hat der Kollege jetzt auch sind Sie immer noch kriminelle Betrüger seid. Wer denn? Wir? Ja. Hat der andere Klops da am Telefon auch durch den Hörer? Ich schließ mal alles, der hat es alles. Der hat die ganzen Informationen. Also auch schon Betrüger. Ist doch den Unternehmen. Ja, mach mal Musik aus. Ja wir sind. Musik aus. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen schönen Tag noch bleiben. Ja, tschüss, Betrüger. Ciao. Ne? Ciao.
Tschüss, bitte. Wir sehen uns, okay? Terminella. Ja, sind Sie 12? Marmelade. Ja, sind Sie? Nochmal? 12? Das verrate ich 13? Dir nicht, du Betrüger. Oha, oha. Ich bin kein Betrüger, komm schon. Doch, ein Krimineller. Sag mir was nicht. Nein, ich bin kein Kriminell. Doch, du bist ein Krimineller. Nein, ich bin nicht kriminell. Doch, du bist kriminell. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Hey, ich habe keine Zeit. Ich habe meine Kappe. Aber du bist Kappe. Ein Krimineller. Ob du Zeit hast oder ich habe hier meine Kappe, weißt du. Aber du bleibst also ja ein Betrüger. Muss man auch eine rauchen gehen. Scheiße. Deswegen, wenn du Such willst, mal ist das einen möglich, anständigen ich... Job. Mach mal was Vernünftiges in deinem Leben. Oha, ich bin gerade so motiviert. Dankeschön für die Motivation. Motiviert? Sie sind gerade auf Mut, ja, ne? Ja, ich, ja, Sie, ja, Sie können ja natürlich ja, reden. Ja, ja reden ja, Sie. Ich ja, gehe ja, jetzt ja, rauchen. Ja. Betrüger! Oh, du hast doch bloß dein Mikrofon ausgemacht, Lillifee. Und nimm mal die ganze Schminke aus mir Sicht, dann versteht man dich vielleicht doch ein bisschen besser. Kakerlake, du. Tja, ah, nur hast du dein Mikrofon bloß ausgemacht und lässt die Leitung ein bisschen laufen, oder was? Ich leg nicht auf, ich warte, bis du auflegst, damit du deine Quote versaust. Kleiner Paul Panzer, du. Nur kann man sagen, ich nette, leg mal auf jetzt. Wird ein bisschen langweilig. Sonst leg ich das jetzt einfach an die Seite und dann gucken wir mal, wo der Popel rauskommt. Hans-Peter, du, ich leg dich jetzt an die Seite, ja? Ich lass einfach weiterlaufen. Tschüssikowski, kleine Maus. Also die kleine Toilettenbratpfanne ist ja immer noch am Apparat. Also bist du nur schon 15 Minuten am Jammeln. Hm? Dann werden wir mal deinen Arbeitsplatz weiterhin verschwenden, damit du keine Abschlüsse machst in der Zeit, wo wir dich in der Leitung haben. Ist ja ein Vorteil, auch wenn du da deine Quote reinwaschen willst. Aber ich lass es einfach laufen. Musst du auf jeden Fall auflegen. Und dann ist deine Quote im Arsch, Hans-Peter Kasper. Noch meine kleine Frosizienschnitte. Leg ich dich mal wieder an die Seite, mein kleiner Schneckibär. Kleine schmucke Schnecke. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Mit was spreche ich denn da jetzt? Ja, hallo? Ja, hallo. Hab da extra schön eine halbe Stunde der Leitung geblabert, ja? Mhm. Ja. Ja, Sie haben mit meiner Kollegin gesprochen, ja? Mit der Kollegin, ja. Der mit dem Lippenstift und ja. Da an Augen so. Hm? Und nun? Ja, machen wir jetzt. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gewartet. Ihr habt ja eine halbe Stunde jetzt nichts gesagt. Ja, und warum warten Sie überhaupt? Na, weil ich eure Zeit verplempern will und eure Leitung auch besetzen. In der Zeit hat ja der Kollege sicherlich nicht gearbeitet. Jede Leitung, die wir verplempern, ist eine gute verplemperte Leitung. Und nun sagt der Pippi Willer nichts mehr. Hat Willer bloß das Mikrofon ausgemacht. Ach, Häschen. Ich werde nicht auflegen. Ihr könnt eure Quote selbst kaputt machen, damit es so richtig schlecht aussieht beim Chef. Ich mach mal Willer so lange auf Stumm. Kannst ja nachher nochmal was sagen, Schlampe. Schnecke, willst du noch mal was sagen oder wollen wir jetzt uns weiter anspeien? Weil eine halbe Stunde hast du ja schon nichts gesagt. Hat sich ja gerade noch mal gemeldet. Kleiner Schmetterling, sag mal was. Dann mache ich erstmal bei mir auf Pause. Kannst ja noch mal was rufen, wenn du was sagen willst. Häschen, willst du noch mal was sagen? Hasilein, sag mal was. Spricht nicht mit mir. Schnecke, guck mal, ihr habt jetzt hier 33 Minuten, fast 34 Minuten verplempert. Naja, ist wenigstens der Leitung belegt, ja. Können da wenigstens schon mal keiner telefonieren. Kannst ja noch mal ein paar andere von euren Klopskrippen vorbeischicken. Kann ja noch mal einer Hallo sagen oder vielleicht mal klingeln oder so. Hallo? Jetzt ist das wohl noch dran, das Ding. Ja? Samuel, wie ja. Geht's? Ja, warst du kacken oder wo warst du jetzt so lange? Nee, ich war gerade ein bisschen schön. Ja. Hab eine Kippe... Habe ja. Über Kippen vergessen, voll. Also, warst du kacken gerade hier an der Zeit? Nee, ich war gerade nicht am Kacken. Nee. Habe ich schon heute. Ist ja schlecht. Und wie war die Konsistenz so? Eher fest oder ein bisschen weicher? Ja, ich habe ja, Dinges, wie heißt das? Von unserer Finanzabteilung ein Feedback bekommen. Sie haben leider keine Möglichkeit, bei uns investieren. Warum? Schade. Nicht? Wollen die Betrüger nicht jeden haben, oder was? Nein. Diese Plattform ist für die Leute, für die Menschen, ne? Ja. Und ja, an diese Kriterien, die kommen gar nicht klar, deswegen ist es unmöglich für sie, Samuel. Ja? Oh, das ist aber so ganz ist schön, ja. Dass ich da bei euch nicht genommen habe. Nee, da kann ich ja nicht beschissen werden. Sie hätten doch gerade eine Besprechung, oder? Was? Sie hätten doch gerade eine Besprechung.
wie. Was hatte ich? Ein Besprech? Was ist denn ein Besprech? Ja. Dein Deutsch ist also immer noch kacke. Hat sich jetzt in der halben Stunde nicht verbessert. Da muss man hier. Ja, so ist es. Leider, ich habe viele Kunden, um anzurufen. Ja. Ne? War sehr schlecht. Ich wünsche Ihnen. Such dir mal einen anständigen Job. Guck mal, 30 Minuten bist du schon in der Leitung. Wofür sagen Sie es eigentlich, wollte ich mal wissen. Wofür denkt Sie, dass welche sagen, ja, ich schmeiße was raus, ich gehe, hol mir also eine kleine Ausbildung als Verkäufer und so weiter und so fort, oder wie? Das wäre ja auf jeden Fall besser, wenn du sowas machst, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ne? Das wünsche ich dir nicht, bei mir schon. Bleiben Sie Hauptsache gesund. Ja, das hoffe ich bei dir auf gar keinen Fall. Die Krankheiten sind nie verkehrt. Alles klar. Wie ist Ihre Mutter eigentlich? Ist alles gut bei dir? Was für ein Ding? Ihre Mutter. Meine Mutter? Ja. Soll ich dir mal meine Mutter geben? Wenn es möglich ist, klar. Ja, warte, ich reich mal rein. Ich dachte, sie ist also verstorben von Krebs, aber ja. Guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Sie sind Mutter von Samuel? Richtig. Alles klar. Womit sind Sie beschäftigt? Haben Sie heute Day off? Haben Sie heute frei? Achso, nee, Ihre Arbeit fängt doch um 18 Uhr an, oder? 18 bis 4 Uhr Nacht. Bin jeden Debatt an. Tschüss. Nee, nicht auflegen. Sie werden doch jetzt auflegen. Endlich, ja. Ja, nee, legen Sie auf. Nein, wir wollen ja deine Sie werden nicht auflegen. Machen. Weil alles klar, dann werde ich auf meine Seite es tun. Und dann 40 Minuten für einen Mülleimer. Das wird sich ja dein Chef da richtig drüber freuen, dass du deine Zeit verplempert hast. Tja. War das echt geil, deine Mutter? Ja, es war meine Mutti. Ist die geil? Die ist geil, ja. Ich kann sie ja mal fragen. Warte. Ich will mal gucken. Ich soll dich Samuel, leider muss ich jetzt an meine Kunden anrufen. Es tut mir sehr leid. Ich wollte mal sehr gerne mit dir weiter telefonieren, aber ciao. Ja, Bella, ciao. Yalla. Das war's schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig's doch gern mit einem Daumen nach oben. Wenn du magst, abonniere noch den Kanal, um keine Videos in Zukunft mehr zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir etwas Neues auf dem Kanal haben. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Auch hier kannst du gerne nochmal vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.